Vielen Dank. So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid hier im Studio und herzlich willkommen zu Hause. Genau, ich bin Luise und wir werden heute unser Herz öffnen, Weite schaffen. Das können wir auf physischer Ebene tun, indem wir den Brustkorb öffnen, die Schultern weiten, die Körperrückseite kräftigen und die Wirbelsäule mobilisieren. Aber wir können auch auf mentaler Ebene unser Herz öffnen, indem wir die Qualitäten Mitgefühl, Verständnis, Toleranz fördern und so ganz neutral und offen anderen Menschen, anderen Lebewesen gegenübertreten können, um so ein bisschen in die Verbindung zu treten von uns, vielleicht auch zum Großen und Ganzen. Gut, und dann beginnen wir im Liegen, in Supta Baddha Konasana. Wenn du ein Polster hast, leg es dir gerne hinter dich auf die Matte. Wenn du zu Hause eine Decke hast, kannst du sie einmal zusammenrollen, an der langen Seite hinter dich legen, längs der Matte. Dann setz dich davor, bring die Fußsohlen aneinander, schau, dass etwas Platz ist zwischen Becken und der Decke und dann leg dich lang über die Decke. Breite die Arme zu den Seiten aus, lass die Handflächen nach oben zeigen. Und dann schau, ob sich diese Position jetzt gut anfühlt. Vielleicht möchtest du noch was verändern. Vielleicht die Füße etwas weiter weg vom Körper, vielleicht näher ran. Und dann schließ die Augen und nimm dir für einen Moment Zeit, hier anzukommen. Und lass ganz bewusst all das los, was dich da draußen beschäftigt. Ist jetzt alles nicht wichtig. Das Einzige, was zählt, bist du hier auf deiner Matte. Versuch, mehr und mehr bei dir anzukommen. Spür den Boden unter dir und lass dich tief nach unten sinken. Und dann spür deinen Körper, spür deine Füße, deine Beine, spür die Hüfte, lass los. Spür das Becken, spür den Bauch ganz locker, ganz weich. Spür deinen Brustkorb, wie er sich in dieser Position weitet und öffnet. Und spür den Rücken, die Schultern, die Arme, die Hände. Und spür deinen Kopf. Dann nimm deinen Atem wahr und nimm wahr, wie er durch die Nase kommt und geht. Spür den Luftzug zwischen den Nasenflügeln. Dann beginn tief in deinen Bauch zu atmen. Mit jeder Einatmung spür, wie der Bauch sich leicht anhebt. Und mit jeder Ausatmung wieder absenkt. Lass dein Bauch ganz weich, ganz locker werden. Und schick deinen Atem in den Bauch. Nochmal tief in den Bauch ein. Und aus. Und dann beginne in deinen Brustkorb zu atmen.
Nimm wahr, wie mit jeder Einatmung das Brustbein sich leicht anhebt. Und mit jeder Ausatmung lass die Schultern schwer Richtung Matte sinken. Spür die Öffnung hier, spür die Öffnung in deinem Herzen. Atme in den Brustkorb. Nochmal tief in den Brustkorb ein und lang aus. Und dann beginnen die beiden Bereiche miteinander zu verbinden. Atme durch die Nase ein, tief in den Bauch und über die Flanken in deinen Brustkorb. Atme aus, lass die Schultern los, lass die Hüfte los. Und dann spür, wie der Atem wie eine Welle durch den Körper ein- und ausfließt. Wie du Raum schaffen kannst in deinem Oberkörper. Raum durch den Atem. Lang und tief ein und aus. Und dann bleibt noch 2, 3 tiefe Atemzüge hier. Atme tief ein. Atme aus. Und dann langsam bring Bewegung in deinen Körper. Bring die Knie wieder mehr zueinander. Stell die Füße auf. Dann kannst du über eine Seite nach oben kommen oder die Arme neben den Körper in den Boden drücken, Hände aufstützen, dann komm langsam nach oben. Und dann setz dich gern nochmal für einen Moment erhöht, nimm die Decke oder einen Block, was du hast. Und dann finde einen aufrechten und bequemen Sitz, vielleicht den Schneidersitz, vielleicht auch den Fersensitz. Leg die Hände auf den Beinen ab, spür deine Aufrichtung. Versuch mit dem Scheitel weit nach oben zu kommen und gleichzeitig finde Stabilität über dein Becken nach unten. Einmal noch tief einatmen. Und lang aus. Und dann bring die Hände ins Anjali Mudra vors Herz. Atme ein für Om. Und langsam öffne die Augen. Mit der Einatmung zieh die Arme zu den Seiten, öffne dich weit und ausatmen, bring die Handrücken zueinander, runde Rücken. Einatmen, wieder öffnen, schieb das Brustbein weit nach vorne, Blick nach oben, ausatmen, runder Rücken, Handrücken zueinander. Zweimal noch so, einatmen, öffnen, ganz weit in der Körpervorderseite und ausatmen, runder Rücken. Letztes Mal einatmen und aus. Dann die Arme über die Seiten nach oben ziehen. Streck dich lang, streck dich so gut es geht. Ausatmen, rüber nach rechts drehen. Linke Hand aufs Bein, rechte Fingerspitzen hinter dir. Bleib einen Moment hier, atme ein, finde Länge in deinem Rücken. Und atme aus, dreh dich etwas weiter.
Atme in deinen Brustkorb ein und aus. Nochmal tief ein und aus. Dann zurück zur Mitte kommen. Arme lang nach oben, vielleicht den Blick nach oben rüberdrehen, nach links. Rechte Hand aufs Bein, linke Fingerspitzen hinter dir. Und dann drück die Fingerspitzen hinter dir in den Boden, sodass du dich aufrichten kannst. Mit der Einatmung und mit der Ausatmung dreh dich etwas weiter. Lass die Schultern nach unten sinken, entspann den Nacken, entspann das Gesicht, nochmal tief ein und aus. Dann zurück zur Mitte kommen, heb die Arme nochmal lang nach oben und dann lass dich ganz locker nach vorne sinken, vielleicht die Hände zum Boden, vielleicht die Unterarme, vielleicht auch die Stirn, der Rücken ganz rund, atme in den Rücken ein und aus. Lass den Kopf hängen. Nochmal tief ein und aus. Und dann langsam richte dich wieder auf, streck die Arme nochmal über die Seiten nach oben, heb das Herz und ausatmen, bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Gut. Und dann komm von hier aus in den Vierfüßlerstand, gerne die Socken ausziehen. Roll über deine Knie und komm auf alle Viere. Dann stell die Handgelenke unter den Schultern auf, Finger weit aufgefächert, Knie unter der Hüfte, beweg dich so ein bisschen, wenn du schon da bist. Schlängel dich, schau, wie es dem Rücken, wie es der Wirbelsäule heute geht. Ohne nachzudenken, folge deinem Körper. Gut, mit der nächsten Ausatmung, runder Rücken, Katzenbucke. Einatmen, lass den Bauch sinken, heb das Herz, gefühltes Hohlkreuz. Ausatmen, den Bauch nach innen ziehen, runder Rücken. Nochmal einatmen, kontrolliert, geführtes Hohlkreuz, die Schultern weit. Ausatmen, den Bauch ranziehen, runder Rücken, Kinn zum Brustbein. Zweimal noch einatmen, öffnen. Herz und Blick heben und ausatmen rund. Letztes Mal einatmen und ausatmen, runder Rücken. Und dann komm in die neutrale Position, bring die rechte Hand vorne links, diagonal zur Ecke, lehn dich nach hinten, Stirn zum Boden, auf die linke Hand oder auf den Arm, dann atme in deine rechte Flanke. Lang und tief ein und aus. Nochmal tief einatmen und aus. Dann zurück in den Vierfüßler, die Hand wieder unter die Schulter, Seite wechseln, linke Hand vorne rechts. Dann das Becken nach hinten lehnen, Stirn ablegen, da wo sie landet, atmen die linke Flanke. Streck dich lang, vielleicht bewegst du dich so ein bisschen. Nochmal tief einatmen. Und aus. Und dann auch hier wieder aufrichten, Vierfüßlerstand. Einmal einatmen, hebt das Herz an, hebt den Blick. Und ausatmen, runder Rücken.
Gut. Von hier aus stell das rechte Bein zur Seite auf und erde die Fußaußenkante gut in den Boden. Gut. Rechten Arm heben, einatmen, hebt den Blick und ausatmen unter dem linken Arm ganz sanft durchfädeln. Wieder rauskommen, einatmen, öffne dich zur Seite und ausatmen durch. Einmal noch einatmen und aus. Gut, dann einatmen, heb den Arm wieder weit nach oben, bleib einen Moment hier und streck dich in alle Richtungen. Schieb dich aus der linken Schulter mehr raus und zieh die rechten Fingerspitzen bis zur Decke. Nochmal tief einatmen hier und ausatmen, langsam zurück zum Boden, Knie ranholen, runder Rücken, Vierfüßlerstand. Einatmen, umkehren, hebt das Herz, geführtes Hohlkreuz. Und ausatmen, rund. Gut, andere Seite, linken Fuß zur Seite raus, die Fußaußenkante erden. Einatmen, linken Arm hoch. Und ausatmen unter dem rechten durch. Einatmen, wieder rauskommen, die Hand weit nach oben, Arm strecken und ausatmen, durchtauchen. Einmal noch einatmen, öffnen, das Herz Richtung Decke und ausatmen, durchtauchen. Wieder rauskommen, einatmen, den Arm weit nach oben, Moment hier bleiben und lang werden. Heb das Herz leicht an und schau zur Decke, wenn du magst, vielleicht lieber zur Seite. Nochmal tief einatmen. Ausatmen, die Hand zum Boden, Knie wieder ranholen, runder Rücken. Einatmen, geführtes Hohlkreuz. Ausatmen, rund und dann lehn dich nach hinten für Balasana. Lass die Arme lang nach vorne ausgestreckt und versuch mit den Händen weit nach vorne zu kommen. Gleichzeitig schieb das Becken nach hinten. Stirn zum Boden. Atmen deinen Rücken ein und aus. Nochmal tief ein. Und aus. Dann einatmen, nur den Blick heben, die Schultern weit. Ausatmen, runder Rücken, Vierfüßlerstand. Einatmen, umkehren, hebt das Herz, hebt den Blick, Zehen aufstellen, herabschauender Hund, erster für heute Abend. Und dann beweg dich auch hier so ein bisschen auf der Stelle laufen, wenn du magst, vielleicht das Becken, vielleicht die Schultern bewegen. Nimm dir Zeit, hier anzukommen. Gut, dann komm hoch auf die Zehen, atme ein, beug die Beine leicht und schieb die Matte von dir weg. Schieb die Sitzbeinhöcker nach oben zur Decke, Bauch Richtung Oberschenkel. Streck den Rücken lang und dann schüttel den Kopf mal aus. Atme nochmal tief ein, werde lang im Rücken, ausatmen, die Fersen etwas mehr Richtung Boden sinken lassen. Füße parallel, hüftbreit, Hände schulterbreit, der Rücken ist lang. Tief ein und aus. Einatmen, heb das rechte Bein weit nach hinten oben, öffne die Hüfte, beug das Bein und lass die Ferse Richtung Po sinken. Streck die rechte Flanke und dann beginn den Fuß da oben zu kreisen in eine Richtung, in die andere.
Atme nochmal tief ein, komm hoch auf die linken Zehenspitzen, schieb das Knie nach oben, dann zieh das Knie nach vorne zur Nase und stell den Fuß vorne ab. Vielleicht hilfst du nach, sodass das Knie über dem Fußgelenk ist, linkes Knie zum Boden, vielleicht auspolstern, Hände an die Hüfte, Oberkörper hoch, streckt das vordere Bein. Bauch fest, untere Rücken lang und dann sink ins vordere Bein, streck die Arme nach oben, heb das Herz, atme. Wenn es im unteren Rücken zu viel ist, kannst du das vordere Bein wieder mehr strecken. Ansonsten sink ins Bein, spür deine Hüfte, spür deine Leiste. Du kannst hier bleiben oder verschränk die Finger ineinander, bring die Hände an den Hinterkopf, atme nochmal tief ein, heb das Herz und ausatmen, lehn dich zurück. Vielleicht. Und nochmal tief ein und aus. Dann löst die Hände, atme ein, streck die Arme hoch, lehn dich nach vorne, Hände zum Boden. Jetzt die hinteren Zehen aufstellen, das Knie heben, zurücktreten in die Planke. Knie zum Boden, dann lehn dich nach vorne, leg dich ab. Drück die Füße in den Boden, roll die Schultern zurück, atme ein für die kleine Kobra und ausatmen über die Knie, heb das Becken, herabschauender Hund. Tief ein und aus. Andere Seite, heb das linke Bein weit nach hinten oben, öffne die Hüfte, beug das Bein. Lass die Ferse Richtung Po fallen und dann kreist das Fußgelenk da oben in die eine Richtung, in die andere. Atme ein, komm auf die rechten Zehenspitzen hoch, schieb das linke Knie nach oben, atme aus, bring das linke Knie nach vorne zur Nase und dann stell den Fuß ab. Gerne hilf nach. Knie über dem Fußgelenk, rechtes Knie zum Boden, gerne polstern. Hände an die Hüfte, Oberkörper hoch, streckt das vordere Bein. Auch hier wieder den Bauch festmachen, Bauch nach innen ziehen und dann sink, so gut es jetzt geht. Schau, wie sich das anfühlt in der Hüfte, im unteren Rücken, streckt die Arme hoch. Heb das Herz, heb den Blick, wenn du magst. Gut, vielleicht bleibst du hier, vielleicht verschränkst du die Finger, bringst die Hände wieder an den Hinterkopf. Atme nochmal tief ein, heb das Herz mehr an und ausatmen, lehn dich zurück. Atme. Nochmal tief ein. Und aus. Hände wieder lösen, streck die Arme nach oben, atme ein. Ausatmen, lehn dich nach vorne, Hände zum Boden, hintere Zehen aufstellen, zurücktreten in die Planke, einatmen, über die Knie, Brustbein ablegen, aus. Einatmen, hebt das Brustbein leicht an, Schultern weit und ausatmen, herabschauender Hund. Streck den Rücken lang, auch hier die Schultern weit. Drück Hände und Füße in den Boden nochmal tief ein und aus. Und dann komm nach vorne in die Planke, Schultern über die Handgelenke, Knie zum Boden, leg dich ab und dann bring die Unterarme zum Boden für die Sphinx. Schau einmal, dass die Ellenbogen unter den Schultern sind. Greif deine gegenüberliegenden Oberarme. Und dann bring die Hände wieder zum Boden. Finger weit aufgefächert. Knie heben schon leicht ab, weil du die Füße in den Boden drückst. Und dann drück alles, was den Boden berührt, in den Boden. Bauch ist fest. Bleib einen Moment hier und atme. Und stell dir vor, mit jeder Einatmung das Brustbein nach vorne zu schieben. Mit der Ausatmung lass die Schulterblätter nach unten sinken.
Atme in deinen Brustkorb, atme in dein Herz, nochmal tief ein und ausatmen. Leg dich ab, du kannst mit den Händen ein Kissen machen, vielleicht die Stirn auflegen, vielleicht eine Schläfe. Und wenn du magst, schaukel das Becken nach rechts und links. Entspann den unteren Rücken. Atme nochmal tief ein und atme aus. So, dann langsam die Hände wieder unter die Schultern bringen, schieb dich über den Vierfüßlerstand für einen Moment in Balasana. Atme nochmal in den Rücken ein, atme aus. Einatmen in den Vierfüßlerstand zurück, Zehen aufstellen, heb das Becken, herabschauender Hund. Dann komm auf die Zehenspitzen und wander mit kleinen Schritten nach vorne mit den Füßen zu den Händen. Hüftbreiter Stand, beug die Beine weit, greif deine Ellenbogen gegenüber und dann kannst du dich hier so ein bisschen aushängen lassen, pendeln, schaukeln, vor und zurück, rechts und links. Lass die Schultern los, lass den Kopf los. Nochmal tief einatmen, ausatmen, werde noch schwerer. Dann lass die Arme wieder baumeln, beug die Beine weit und roll dich langsam Wirbel für Wirbel auf. Lass dir Zeit, lass den Kopf noch hängen. Ganz am Ende kommt der Kopf und wenn du da bist, roll die Schultern. Gut. Und dann finde einen hüftbreiten Stand, Füße hüftbreit, parallel zueinander, spür den Boden unter dir und spür gleichzeitig, wie der Scheitel nach oben Richtung Himmel strebt. Heb dein Herz ganz leicht an und aktiviere deine Mitte, zieh den Beckenboden nach oben, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, den Unterbauch Richtung Wirbelsäule ran. Aus dieser stabilen Mitte heraus richte dich auf und aus. Mula Bandha, Beckenboden hoch. Uddiyana Bandha, Unterbauch Richtung Wirbelsäule. Nochmal tief ein. Und aus. Gut, dann öffne die Augen, heb die Arme, atme ein, verschränk die Finger ineinander und zieh die Handflächen nach oben, streck dich lang. Heb das Herz, heb das Brustbein, aber lass den Bauch ganz fest. Stabiles Zentrum, streck die Arme so gut es geht, nochmal tief einatmen hier, ausatmen, rüber nach rechts lehnen. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, nach links. Einatmen, Mitte. Ausatmen, rechts. Einatmen, Mitte. Und ausatmen, rüber nach links. Einatmen, Mitte. Ausatmen, löst die Hände, verschränkt die Finger jetzt hinter dem Rücken, zieh die Schultern über vorne nach oben, dann nach hinten unten, atme in deinen Brustkorb ein und aus. Versuch die Arme zu strecken. Atme. Nochmal tief einatmen hier, dann ausatmen, gern die Beine beugen, sink nach unten in die Vorbeuge, lass die Arme über den Kopf sinken und dann lass den Kopf hängen. Atme tief ein, atme aus, lass die Hände auf den unteren Rücken sinken, dann löst die Hände. Hände an die Schienbeine, atme ein, langer Rücken. Atme aus, mach mit rechts einen großen Schritt nach hinten.
Atme ein, links dazu in die Planke, Knie zum Boden, Ellenbogen ganz dicht am Oberkörper, leg dich ab. Einatmen, heb das Herz an und ausatmen über die Knie in den herabschauenden Hund. Tief einatmen hier und aus. Einatmen, heb das rechte Bein nach hinten oben, zieh das Knie nach vorne zur Nase, den Fuß zwischen die Hände. Einatmen, links dazu, langer Rücken, die Schultern weit. Ausatmen, Kopf in Richtung Beine. Drück die Füße in den Boden, komm nach oben, streck dich, atme ein. Atme aus, senk die Arme. Nochmal, tief einatmen, wachs nach oben. Ausatmen, Kopf Richtung Beine, Uttanasana. Einatmen, Adha Uttanasana, langer Rücken. Jetzt mit links einen großen Schritt nach hinten. Einatmen, rechts über die Planke, Knie zum Boden. Langsam leg dich ab. Einatmen, heb das Brustbein an. Und ausatmen, herabschauender Hund. Tief einatmen hier. Und aus. Linkes Bein heben, einatmen. Zieh das Knie nach vorne und stell den Fuß zwischen die Hände aus. Einatmen, rechts dazu, langer Rücken. Ausatmen, sink nach unten. Einatmen, streck dich, stell dich hin. Und ausatmen, senk die Arme. Nochmal tief einatmen, strecken. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, langer Rücken. Rechts einen großen Schritt. Links dazu. Mit oder ohne Knie, komm nach unten. Einatmen, Rückbeuge, Bauch fest. Und ausatmen, herabschauender Hund. Rechtes Bein heben, einatmen und dann den Fuß nach vorne zu den Händen. Links dazu, langer Rücken ein, ausatmen, Kopf in Richtung Beine. Einatmen, stell dich hin, nimm die Arme mit und ausatmen, senk die Arme. Einmal noch so, tief einatmen, strecken, ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, langer Rücken, links, großer Schritt, rechts dazu, drück dich aus den Schultern raus, dann über oder ohne Knie, mit oder ohne, absenken, einatmen, anheben, Rückbeuge, ausatmen, herabschauender Hund. Tief einatmen, das linke Bein heben und ausatmen, den Fuß vor zu den Händen. Einatmen, rechts dazu, streck den Rücken, ausatmen, sink tief. Einatmen, Oberkörper hoch, Arme hoch, Herz hoch. Und ausatmen, sink die Arme. Gut, einmal tief ein hier. Und aus. Gut, und dann verlagere das Gewicht auf den linken Fuß, Hände für einen Moment an die Hüfte. Heb das rechte Bein an, greif dein Knie, finde die Balance, dreh das Knie zur Seite, greif das Fußgelenk, Oberschenkelinnenseite oder Unterschenkelinnenseite, nicht aufs Knie, vielleicht auch den großen Zeh zum Boden. Gerne einen Punkt am Boden fokussieren, um die Balance zu finden, Hände zum Herzen. Atme. So, dann kannst du hier bleiben oder einatmen, die Arme lang nach oben strecken und ausatmen, öffne deine Arme für die Krone deines Baumes. Atme in deinen Brustkorb, atme in dein Herz, tief ein und aus. So, dann langsam die Arme wieder, Hände wieder zueinander, Hände vors Herz. Dann das Knie nochmal anheben, zudrehen. Abstellen. Ausschütteln.
Gut, andere Seite, rechten Fuß am Boden. Linkes Knie ranziehen, auch hier die Balance finden, Herz heben. Nehme das Knie und drehe es rüber zur Seite, öffne die Hüfte, greife das Fußgelenk, Oberschenkel, Innenseite, Unterschenkel oder den großen Zeh zum Boden. Hände vors Herz, atme. Oh, dann kannst du hier bleiben oder einatmen, die Arme lang nach oben und dann auf, machen die Arme und atmen. Gut, nochmal tief ein. Und aus. Dann langsam die Hände wieder zueinander. Hände vors Herz. Das Knie nochmal anheben und dann zudrehen. Fuß abstellen. Gut. Und dann kommen wieder zum Anfang der Matte. Entweder die Füße zusammen. Dann lass etwas Platz zwischen den Fersen oder hüftbreiter Stand, Füße parallel. Einatmen, hebt die Arme lang nach oben. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, langer Rücken durchs Vinyasa, rechts, links zurück. Planke, Knie zum Boden, vielleicht auch ohne Knie absinken. Einatmen für die Rückbeuge und ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, hebt das rechte Bein nach hinten oben und dann bring den Fuß nach vorne zwischen die Hände. Gut, dann komm mit dem hinteren Fuß ein Stück ran und bring den hinteren Fuß rüber nach links, sodass der Stand hüftbreit ist von vorne aus gesehen. Hände an die Hüfte, Oberkörper hoch. Genau, den hinteren Fuß ein bisschen eindrehen und ein bisschen breiter den Schritt. Linke Hüfte nach vorne. Hüftknochen zeigen nach vorn und dann kannst du die Hände ins umgedrehte Namaste hinter den Rücken bringen, entweder so, vielleicht so oder du greifst deine Unterarme. Gut. Dann heb nochmal das Herz, atme ein und atme aus, sink über das vordere Bein. Und dann versuch loszulassen in der Beinrückseite. Und achte darauf, dass das vordere Knie nicht überstreckt. Ein bisschen wieder rauskommen, falls es einrastet. Nochmal tief einatmen. Achtung, ausatmen, das vordere Bein beugen und dann heb mit dem hinteren Bein ab, Krieger 3. Versuch jetzt den Oberkörper parallel zum Boden und versuch das hintere Bein parallel zum Boden auszustrecken. Mal probieren. Atme. Gut, nochmal tief einatmen, beugt das vordere Bein, großer Schritt nach hinten, löst die Hände, Arme hoch, Herz hoch, einatmen, ausatmen, entweder zurück in den Hund oder durchs Vinyasa, über die Planke, senk nach unten, Chaturanga, einatmen, Rückbeuge und ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Dann beweg dich so ein bisschen im herabschauenden Hund, wenn du magst. Gut, nochmal tief ein und aus. Andere Seite, linkes Bein heben, einatmen, ausatmen, den Fuß nach vorne. Zu den Händen. Hinteren Fuß ein Stück ranholen, kleinen Schritt, etwas rüber nach rechts. 45 Grad aufdrehen, Hände an die Hüfte, Oberkörper hoch. Diesmal die rechte Hüfte nach vorne.
Gut. Und auch hier wieder die Hände ins umgedrehte Namaste oder du greifst deine gegenüberliegenden Oberarme. Atme nochmal ein, heb dein Herz und ausatmen, sink über das Bein. Und vielleicht parallel zum Boden, vielleicht auch weiter. Und dann zieh die linke Hüfte wieder ein Stück zurück. Nochmal tief ein, ausatmen, beug das vordere Bein etwas und dann heb mit dem hinteren Bein ab. Oberkörper jetzt parallel zum Boden, die Hände bleiben da, wo sie sind. Schieb die rechte Ferse zurück, mach den Bauch fest. Gut, tief einatmen, beug das vordere Bein wieder mehr, großer Schritt nach hinten, Hände lösen, einatmen, Arme hoch, Blick hoch, ausatmen, herabschauender Hund oder Chaturanga. Gut. Und dann kannst du hier für einen Moment bleiben oder die Knie zum Boden. Gern weit geöffnet. Setz dich zurück. Wenn du magst, Balasana, Stirn zum Boden. Dann kannst du die Arme entweder nach vorne ausgestreckt lassen oder zurück. Hände neben die Füße. Atme in deinen Rücken ein und aus. Entspann die Schultern. Versuch, bei dir zu bleiben, bei deinem Atem. Bleib noch 2, 3 Atemzüge hier. Nochmal tief ein und aus. Und dann langsam bring die Arme wieder nach vorn. Und komm über den Vierfüßlerstand zurück in den Hund. Atme nochmal tief ein. Atme aus. Dann wander mit kleinen Schritten oder 2 großen nach vorne zu deinen Händen. Halbe Vorbeuge ein, streck dich und ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, komm nach oben, streck dich lang nach oben. Und ausatmen, senk die Arme. Gut. Eine Balancehaltung noch, den Tänzer. Bring dafür die Hände nochmal an die Hüfte. Einmal noch das Gewicht auf den linken Fuß. Rechtes Knie wieder ranziehen, wie vorhin. Und dann über den Oberschenkel mit der rechten Hand greif dein Fußgelenk. Zieh den Oberschenkel neben den anderen. Dann mach den Bauch ganz fest. Mula Bandha fest. Aktiv und Uddiyana Bandha. Linken Arm hoch. Atme ein, heb das Herz, atme aus, drück rechts die Hand in den Fuß, Fuß in die Hand, sodass du dich nach vorne neigst. Muss nicht weit sein. Versuch auch hier die Balance zu finden, vielleicht einen Punkt am Boden fokussieren. Gut, atme in deine Körpervorderseite ein und aus. Nochmal tief einatmen.
Und ausatmen, langsam zurückkommen und auflösen. Gut. Andere Seite, rechten Fuß zum Boden. Linkes Knie ranziehen über den Oberschenkel, Unterschenkel, greift dein Fußgelenk, zieh das Bein, den Oberschenkel neben den anderen. Bauch fest, Brustkorb weit, rechten Arm hoch. Atme ein und ausatmen, links Hand in den Fuß, Fuß in die Hand, so dass du den Oberschenkel anhebst und dich so ganz bisschen nach vorne neigst. Atme auch hier in die Körpervorderseite. Gut. Nochmal tief einatmen. Ausatmen, langsam wieder zurückkommen. Und den Fuß abstellen. Ausschütteln, wenn du magst. Gut, einatmen, heb die Arme, streck dich und ausatmen, ganze Vorbeuge, bleib nochmal einen Moment hier, greif deine Oberarme gegenüber und lass dich schwer werden. Nochmal tief ein und aus. Oh, dann löse die Hände wieder. Einatmen, Hände an die Schienbeine, langer Rücken und ausatmen, rechts und links zurück in den Hund. Gut, atme ein, heb das rechte Bein nochmal nach hinten oben für die Taube. Bring das rechte Knie hinter das rechte Handgelenk, den Fuß rüber nach links. Verlängere das hintere Bein, Knie zum Boden, Fußspann ablegen. Wenn du jetzt viel Platz hast unter der rechten Seite, Decke drunter, Block. Komm auf die Fingerspitzen, atme ein, streck den Rücken lang und dann sink nach vorne. Vielleicht die Hände zum Boden, vielleicht die Unterarme. Vielleicht die Stirn. Und dann versuch loszulassen. Mit jeder Ausatmung versuch weich zu werden, durchlässig. Da, wo es nötig ist. Spür deinen Atem. Spür die Dehnung, spür deinen Körper. Egal, was da jetzt los ist, nimm es an. Entspann den Kiefer. Bleib noch 2, 3 Atemzüge hier. Nochmal tief ein. Und aus. Und dann ganz langsam und vorsichtig komm wieder raus, indem du die Hände zu dir ranholst.
Die hinteren Zehen aufstellst, hol das Knie so ein bisschen ran und dann drück die Hände in den Boden und schieb das rechte Bein nach hinten oben in den dreibeinigen Hund. Gerne wie zu Beginn der Stunde, wenn du magst, das Bein beugen oder du bewegst es so ein bisschen. Und dann bleib entweder hier oder schau auf der linken Seite durch. Vielleicht ziehst du deinen Fuß, bring ihn langsam zum Boden. Heb den rechten Arm über den Kopf und streck die Körpervorderseite lang. Tief einatmen hier, ausatmen, langsam zurückkommen, kontrolliert. Füße sortieren, Hände sortieren, herabschauender Hund. Gut, tief einatmen und aus. Andere Seite, linkes Bein heben, einatmen, dann das linke Knie hinter das linke Handgelenk, den Fuß drüber nach rechts, hinteres Bein verlängern, Fußspann ablegen, auch hier wieder auspolstern auf der linken Seite. Komm auf die Fingerspitzen hoch, streck dich und dann sink. Unterarme, vielleicht die Stirn zum Boden. Lass den Atem ganz ruhig, ganz gleichmäßig ein- und ausfließen. Spür, wie sich diese Seite anfühlt. Und versuch, mit jeder Ausatmung loszulassen. An den Stellen, die es nötig haben. Weich zu werden. Durchlässig. Auch hier noch ein paar Atemzüge. Tief einatmen und aus. Dann auch hier langsam wieder rauskommen, die Hände aufstellen, nah am Körper. Dann mit den hinteren Zehen ein bisschen rankommen. Drück die Hände in den Boden und schieb das linke Bein weit nach hinten oben. Wenn du magst, öffne die Hüfte wieder, beug das Bein, beweg das Bein, wie es sich jetzt gut anfühlt. Wenn du weitergehen möchtest, schau über die rechte, unter der rechten Seite durch. Vielleicht siehst du deinen linken Fuß, lass ihn langsam zum Boden kommen. Und dann öffne die Körpervorderseite, streck den linken Arm über den Kopf. Nochmal tief einatmen hier, ausatmen, langsam zurückkommen in den herabschauenden Hund. Füße wieder nebeneinander, Hände schulterbreit, tief ein und aus. Gut, und dann langsam bring die Knie zum Boden und komm in den Fersensitz. Und dann komm zum Sitzen. Gerne. Kannst du dich auch hier wieder erhöht setzen? Block, Decke, was du hast. Und dann bringen jetzt die Fußsohlen zueinander. Ruhig etwas entfernt vom Körper, müssen nicht ganz nah sein, sondern etwas
Abstand, sodass die Knie nach unten sinken können. Bring die Arme nach oben, atme ein. Ausatmen, dreh dich nach rechts, linke Hand, linken Handrücken ans Bein, rechte Fingerspitzen hinter dir. Nochmal ganz sanft drehen hier. Tief ein. Und aus. Zurück zur Mitte kommen. Einatmen, strecken. Und ausatmen, rüber zur anderen Seite. Linken Handrücken, rechten Handrücken ans linke Bein. Linke Fingerspitzen hinter dir. Auch hier nochmal tief einatmen. Und aus. Komm zurück zur Mitte. Einatmen, heb die Arme und dann lass dich nach vorne sinken. Wenn du magst, greif deine Füße. Lass den Rücken rund werden, lass den Kopf hängen. Atme in deinen Rücken ein und aus. Und auch hier lass los. Tief einatmen und aus. Und dann richte den Oberkörper wieder auf. Bring mal die Füße nach vorne, ein bisschen ausschütteln. Gut, und dann komm von hier aus in die Rückenlage. Du kannst unter deine Kniekehlen greifen, roll dich langsam nach unten. Wenn du schon da bist, greif mit jeder Hand ein Knie und beweg dich auf dem unteren Rücken. Gut, und dann stell die Füße hüftbreit auf, nah ans Gesäß. Die Arme neben dem Körper, rechts und links. Und dann drück den unteren Rücken in den Boden, sodass das Zentrum wieder aktiv wird. Dann heb das Becken an für Setu Bandha, die Schulterbrücke. Und dann kannst du die Finger unter dem Rücken ineinander verschränken. Ein bisschen auf die Schultern ruckeln, dein Herz anheben und in deine Körpervorderseite atmen. Lass den Bauch festen, atme in den Brustkorb ein und aus. Lang und tief atmen. Nochmal tief einatmen, ausatmen, nur die Hände lösen, dann einatmen, hoch auf die Zehenspitzen, heb die Fersen an und ganz langsam Wirbel für Wirbel roll nach unten ab, oberen Rücken, mittleren, unteren, ganz am Ende das Becken. Und wenn du angekommen bist, greif deine Knie, beweg dich. Gut, und dann streck die Beine nach oben aus, Arme rechts und links. Wenn es nicht möglich ist, die Beine zu strecken, kannst du sie an den Knien beugen. Ansonsten streck die Beine und versuch die Fußspitzen, Zehenspitzen nach oben zur Decke zu ziehen.
Schau zu deinen Füßen und versuch die Füße ganz still zu lassen. Atme ein und aus. Und spür, wie der Atem immer ruhiger wird, immer tiefer. Nochmal tief einatmen, ausatmen, die Beine beugen, Füße aufstellen, dann die Hände zu den Seiten raus, Arme zu den Seiten, öffnen Handflächen nach oben, versetz das Becken ein Stückchen rüber nach rechts und lass beide Beine angewinkelt nach links sinken für die liegende Drehung. Und dann kannst du entweder nach oben schauen oder rüber über die rechte Schulter. Atme in die Länge deiner Wirbelsäule ein und aus. Nochmal tief ein. Und aus. Und dann langsam zurück zur Mitte kommen. Knie wieder in die Mitte, Füße aufstellen, das Becken in die Mitte und dann das Becken ein Stückchen rüber nach links, beide Beine nach rechts sinken lassen. Und dann schaust du nach oben oder über die linke Schulter. Versuch die Schultern mehr und mehr in den Boden sinken zu lassen. Lass los, vor allem im Bereich des unteren Rückens, sodass Raum und Weite entstehen kann. Und atme nochmal tief ein. Atme aus. Und dann langsam kommen zurück zur Mitte. Das Becken wieder in die Mitte. Gerne die Knie nochmal ranziehen, wenn du magst. Und dann komm langsam zurück zum Sitzen. Komm zu einer abschließenden Herzmeditation. Du kannst dir gerne schon was anziehen, was überziehen. Und setz dich erhöht. Und finde einen Sitz, in dem du für ein paar Minuten entspannt und aufrecht sitzen kannst. Du kannst die Hände auf die Oberschenkel legen, Handflächen nach unten oder nach oben, wie es sich gut anfühlt, oder du bringst die Hände in den Schoß und schließt die Augen. Spür deine Aufrichtung und spür deine Erdung nach unten. Dann nimm wahr, wie der Atem durch die Nase kommt und geht. Und dann beginn, in deinen Brustkorb zu atmen. Atme zu deinem Herzen hin, ein und aus. Das Herz, die Quelle deiner Liebe, bedingungsloser Liebe, ohne Fragen, ohne Zweifel, ganz rein und weit.
Die Quelle von Mitgefühl und Frieden. Atme in deinen Herzraum ein und aus und stell dir vor, wie du mit jeder Einatmung Prana, Lebensenergie aufnimmst und mit jeder Ausatmung sammelst du diese Energie in deinem Herzen. Du kannst dir das als ein helles, goldenes Licht vorstellen. Stell dir vor, wie dein Herz leuchtet und dein ganzer Brustkorb strahlt. Je tiefer du atmest, desto kräftiger wird dieses Licht. Spür es ganz warm, ganz rein. Und dann lass dieses Licht von deinem Herzen langsam im ganzen Körper ausbreiten. Spür, wie das Licht sich ausbreitet und in deinem Bauch sich sammelt. In deinem Bauchraum und über dein Becken fließt das Licht in deine Beine, deine Füße. Und auch nach oben hin. Vom Herzen aus, lass das Licht erstrahlen in deinen Schultern, in deinen Armen, deinen Händen und über den Nacken, auch im Kopf. Und spür, wie dein ganzer Körper erstrahlt. Und verbinde dieses Licht mit einem Gefühl von Liebe, Mitgefühl und Frieden. Und dann lass dieses Licht noch größer werden und sich ausbreiten über deine physischen Grenzen hinaus. Und lass den ganzen Raum, in dem du dich befindest, erstrahlen. Und über den Raum hinaus bezieh das ganze Haus mit ein und schicke allen Menschen, die sich darin befinden, allen Lebewesen, deine Liebe. Lass das Licht noch größer werden und sich in deiner ganzen Straße und in deinem ganzen Stadtteil ausbreiten. Und schließlich die ganze Stadt umfassen. Und schließe alle deine, die Lebewesen und Tiere, Menschen, Pflanzen der Stadt in deine Liebe ein. Über die Stadtgrenzen hinaus, lass das Licht noch größer werden, das ganze Umland erstrahlen. Schließlich die umliegenden Bundesländer einbeziehen, bis das ganze Land strahlt von der Quelle deines Herzens. Du alle Lebewesen, Tiere, Menschen, Pflanzen mit deiner Liebe erfüllst. Über die Ländergrenzen hinaus lass das Licht größer werden und die angrenzenden Länder umfassen. Bis du schließlich den ganzen Kontinent mit einbeziehst. Das Licht größer und größer wird von der Quelle deines Herzens. Und über die Meere, über die Ozeane, schick dein Licht in entfernte Kontinente und schließ alle Meereslebewesen ein. Schick ihnen deine Liebe und dein Mitgefühl. Bis schließlich die ganze Erde von deinem Licht erstrahlt und du ein Gefühl von Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit für die Erde, auf der du lebst, empfindest. Dann kannst du über den Erdball hinaus
die Verbindung zum Universum finden. Und dann spür diese unendliche Weite und die Verbundenheit von deinem Herzen zum Universum durch das Gefühl von Liebe, Mitgefühl und Frieden. Und mit diesem Gefühl der Weite und Unendlichkeit leg dich in Shavasana oder bleib sitzen. Atme tief ein und aus. Und dann komm ganz langsam zurück in deinen Körper. Mach kleine Bewegungen mit den Fingerspitzen, Zehenspitzen. Lass die Bewegung größer werden, Handgelenke, Fußgelenke kreisen. Und wenn du magst, reck und streck dich. Zieh die Arme nach hinten über den Kopf, werde lang. Und dann zieh die Beine zu dir ran und lass dich für einen Moment auf eine Seite kullern. Mach dich klein und rund. Atme nochmal tief ein. Und mit der Ausatmung lass Shavasana los. Dann komm langsam zurück zum Sitzen, lass die Augen noch geschlossen. Dann bring die Hände ins Anjali Mudra vors Herz.
Lass uns die Stunde mit einem gemeinsamen Om beenden. Und wenn du das Mantra kennst, sing es gerne mit. Tief einatmen. Om. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Vielen Dank. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und auch euch zu Hause. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.